Meine liebe Sarah, 2 Jahre war eine ganz schön lange Zeit. Was waren so deine besonderen Erlebnisse, dass du dich am liebsten noch zurückerinnerst? Also erstmal auch ein herzliches Hallo von mir, heute zum letzten Mal. Das Schönste war, glaube ich, die Grüne Woche. Und das Aufregendste war der Bundespräsident, denke ich. Und ich habe den Bundespräsidenten gefragt und er hat genau dasselbe erzählt. Er hat gesagt, ja, das meiste getrunken habe ich auf der Grünen Woche und das Aufregendste war Sarah gewesen. Wunderbar. Ja, dann würde ich sagen, wir feiern 111 Jahre Mühlhäuser Pflaumenmus. Ein besonderes Erlebnis und da ist es eigentlich auch mal eine spannende Sache. Wer sind denn eigentlich die Köpfe? Wer steckt denn eigentlich dahinter? Dann machen wir uns nichts vor. Den Trabant und den Wartburg, die haben es nicht geschafft in die neue Welt, in die Marktwirtschaft. Die Spreewaldgurke, der Rotkäppchensekt und das Mühlhäuser Pflaumenmus haben es geschafft. Hier ist mal die komplette Mannschaft von Mühlhäuser. Wir sagen herzlich willkommen. Kommt erstmal alle zu uns rauf hier. Herr Miranovic, Herr Henschel, Herr Schumann, Herr Krämer und Herr Frahm, kommt ruhig ein bisschen weiter hier vor, damit wir alle mal ein Stückchen zusammen sind. Ja, kommt hier ruhig ein bisschen, dass wir uns alle hier gemeinsam, weil ich weiß, vor etwa 7 Jahren war es gewesen, da kam ich mit der Idee, wir könnten ja ein großes Fest feiern, die Mühlhäuser Pflaumenblüte. Damals mein erster Ansprechpartner war Wolfgang Frahm gewesen und Herr Frahm hat gesagt, der hier sozusagen die Institution für unser Pflaumenmus in der Stadt war, da muss ich erstmal den Herrn Krämer fragen. Erzählen Sie mir mal genau, was Sie da machen wollen. Und dann saßen wir 2013, also noch ein Jahr vor der Pflaumenblüte, zusammen. Herr Krämer, Sie haben es jetzt gemeinsam mit Herrn Schumann und Herrn Henschel 6 Jahre lang erlebt. Wie hat sich es denn so aus eurer Sicht entwickelt? Ja, ich denke mal, es hat sich mittlerweile zu einem Traum entwickelt. Ich sag mal, nach den anfänglichen kleineren Veranstaltungen, die es gab, ist es ja mittlerweile eine Mammutveranstaltung geworden. Und von der Seite des Mühlhäuser natürlich auch stolz und glücklich, hier Hauptsponsor zu sein. Ihr seid ja auch der Namensgeber und der Namenspatron. Wir feiern heute einen Geburtstag, das ist der große von euch, den wir das ganze Jahr über noch feiern, mit vielen Highlights, mit Gewinnspielen. Übrigens, kleiner Tipp, einer von euch hier macht noch 2 Tage Wellnessurlaub in einem Göbelhotel mit allem Pipapo. Was ihr machen müsst, jetzt schnell auf die Facebook-Seite der Mühlhäuser Pflaumenblüte geben, einmal noch ganz schnell den Film teilen, der auf der Startseite ist, und unsere neue Königin wird nachher um, ich sag mal, eine Dreiviertelstunde einen von euch als Gewinner ziehen. Schaut mal hin, daddelt euch hin, teilt und liked noch schnell, dann seid ihr mit dabei in der Runde. Das war das eine Erlebnis. Herr Krämer, ich habe gehört, in offizieller Art und Weise wird es die letzte Pflaumenblüte für Sie sein. Ja, das ist ja jetzt schon eigentlich gar nicht mehr meine offizielle Blüte. Ich bin ja schon ein wenig länger abgedankt, als es heute unsere Königin tut, nämlich seit Anfang der Woche. Also von der Seite bin ich heute, komme ich hier gerne hin und bin stolz, hier sein zu dürfen, als Rentner. Und von der Seite überlassen wir das Geschäft, die Marke und die weitere Entwicklung Mühlhäuser Pflaumenmus eben den Jüngeren, dem Herrn Miranovic, sodass, ich sag mal, mit neuen Ideen die Marke Mühlhäuser noch weiter nach vorne gepusht werden kann. Man sieht das hier. Ich sage, Herr Schumann, der wird immer bleiben, glaube ich. Und hier sehen wir eigentlich schon die Nachfolger. Wir haben ja gerade gesagt, wir haben einmal den Geburtstag 111 Jahre und dann gibt es noch so ein besonderes Erlebnis. Am 7. Juni vor 40 Jahren waren 2 Eltern, Teile sehr, sehr stolz, denn sie haben einen Sohn geboren. Es hieß, es ist ein Sohn. Heute hat er Geburtstag, heute steht er zufälligerweise auf der Bühne. Happy Birthday to you, Matthias Henschel! Und ich sag, andere Shows hatten immer eine Monika Sundermann, die ihnen was reingebracht hat. Bei mir ist es der Fred. Die Blümchen, das ist der Geburtstagsstrauß. Und lieber Herr Krämer, der Übergang in den Ruhestand, der bei Ihnen garantiert kein Ruhestand werden wird, dann sage ich Dankeschön. Hoffe natürlich, dass die Nachfolger genauso ein glückliches Händchen haben. Aber wenn ich hier in die Gesichter sehe, die sind optimistisch, die sind voller Tatendrang. Da wird eine Menge passieren. Also euch ein Dankeschön. Und was wir alle gemeinsam jetzt noch machen, die Geschichte. 111 Jahre Mühlhäuser, 1 Stunde 30 auf der Bühne. Nein, in 111 Sekunden zusammengeschnitten, schauen wir uns jetzt an.
Mühlhäuser ist in aller Munde. Wir sind Inbegriff für gutes Frühstück. Unser Rezept sind ausgewählte Früchte, erlesene Zutaten und ganz viel Erfahrung. Unsere traditionsreiche Geschichte beginnt 1908. Im elterlichen Kolonialwarenladen bereitete Hermann Thämert das erste Pflaumenmus Thüringer Art zu. Das Rezept hatte er von seiner Oma. Wenig später gründete er mit Frau Luise die Hertä Pflaumenmus- und Konservenfabrik. Bereits in den 30er Jahren verlassen mehr als 1,5 Millionen Gläser die Fabrik. In der DDR wurde die Fabrik verstaatlicht und von den Kunden weiter vergöttert. Die begehrte Spezialität war in dieser Zeit vielerorts nur unter dem Ladentisch erhältlich. Heute ist Mühlhäuser das beliebteste Pflaumenmus Deutschlands und in vielen Teilen der Welt erhältlich. 40 Millionen Gläser verlassen klimaneutral produziert jährlich unsere Manufaktur. Und das feiern wir jährlich mit einem großen Fest. Zur Mühlhäuser Pflaumenblüte kommen mehr als 100.000 Menschen und zahlreiche namhafte Künstler. Zu den großen Stars gehören unsere Sondereditionen. Gewinnen Sie jetzt eine Gourmetreise nach Thüringen und verbringen Sie eine genussvolle Zeit im Hotel Rabe und auf der Wartburg. Ja, dann habt ihr auch unseren Preis noch einmal gesehen. Ja, das hier, meine Damen und Herren, ist die größte Formation, die wir jemals zur Pflaumenblüte auf der Bühne hatten. Und ich weiß, über Schüler wird in letzter Zeit ja sehr viel diskutiert. Friday, mach mal blau, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich früher auch gemacht und ich brauchte keinen Grund dazu. Aber für diesen Auftritt und für die vielen anderen Auftritte muss natürlich geprobt werden. Und diese Proben machen sie ganz offiziell vor der ersten Unterrichtsstunde, sozusagen in der Stunde Null. Da, wo andere sich noch einmal kurz aufs Ohr hauen, wenn der Weg nicht allzu weit ist bis zum Theresius-Gymnasium, sind sie schon wach und üben. Und ich weiß, weil ich viele Jahre Morgenmoderator war, es ist auch relativ schwer früh morgens schon, wenn man so gerade wach wird, den richtigen Ton zu treffen. Wir freuen uns jetzt unter der Leitung von Annette Groß auf unseren Chor, den Schülerchor des Theresius-Gymnasiums. Das ist euer Applaus und die nächsten 20 Minuten gehören ganz alleine euch.